Ja, Freunde, kleine Einkaufstipps für die kleine Geldbörse von mir. Und das wollte ich mal loswerden, denn ich stand vorhin im Regal. Und zwar vor zwei Angeboten. Und zwar gab es einmal diesen Sack von Kartoffeln für 1,49. Und ich habe mich aber letztendlich für diese entschieden. Ja, das sind auch, die sind auch nicht teuer. Die kamen 1,99. Die sind aber nicht so extrem jetzt, dass man den für 1,49 nehmen sollte, da würde ich abraten davon. Denn da sind so unterschiedlich kleine und große, so ganz extrem. Ich weiß, das ist auch ja für den Kleingeldbeutel 1,99 im Angebot. Bei den Zwiebeln dasselbe, da war auch ein Säckchen dabei. Da hatte schon Zwiebeln dabei, die auch leicht schon etwas verdorben waren. Und hier sieht man, die sind noch fest, die sind noch in Ordnung. Die kann man noch verwenden. So, für das kleine Geld noch der nächste Tipp. Milch, ja, ich weiß, gut und günstig. Aber wenn ihr jetzt 1,5, ich würde zu 3,5 raten, egal was ihr machen wollt, denn ich möchte mir heute einen Quark machen. Und zwar, ja, Kartoffeln mit Quark, einen schönen Zwiebelquark. Und den mache ich, bereite ich noch vor für morgen. Das war mein kleiner Tipp zum Einkauf. Also, beim Essen nicht sparen, nicht unbedingt, wenn man sagt, okay, hier ist jetzt was, das kostet 20, 40 Cent mehr, dann legt die 40 Cent drauf, legt es einfach drauf. Kleiner Tipp, ihr macht nichts falsch, das ist egal, für den kleinen Geldbeutel. So, war mein erster Part, es kommt noch mehr, ich muss mir da mal was Genaues überlegen. Auf jeden Fall, ja, ich hoffe, es war unterhaltend. Bis zum nächsten Mal. Einkauftipps, ja, von Quarantäne 316. AKA Franco. Bis zum nächsten Mal. Bis denn, ich bin weg.